Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Prison Architect. So, wir spielen weiter. Wir haben die Küche fertig gehabt, die Kantine fertig gehabt. Wir sind gerade hier den Hof, glaube ich, am Bauen. Wenn ich das richtig sehe. Und ja, schauen wir mal. Aber der Hof, der wird sehr klein, ne? Vielleicht sollten wir hier oben den Hof ein bisschen reinführen. Warte mal. Wir sollten den Hof, glaube ich, ein bisschen größer machen. Was ist denn, wenn wir den Hof hier reinmachen? So. Den Hof da so. Und dann lassen wir hier einfach einen Weg. Ja, ich glaube, das... Warte mal, jetzt gucken wir mal, ob hier Zellen hinpassen. Wie viele? Da passen genau 2 hin. So. Ne, warte mal. Das habe ich nur jetzt gemacht. Ups. So, das ist klar. So? Ne. Achso, deswegen habe ich das gemacht, okay. Da passen hier immer 2 hin, im Prinzip. Und dann können wir die ja bis hier oben führen. So. Dann wieder so. Ne. So. Ja, ist ja Blödsinn. Was mach ich denn da? Das ist ja auch Blödsinn, was ich hier mache. Ne. Das ist okay. Warte mal. Einmal. 1, 2, 3. So. So. Aber die sind doch breiter. Stimmt. Verdammt. Die sind ja breiter. Blöd. Blöd. Eigentlich müssen die so. Aber dann passt hier nur... Dann haben wir nur einen Einergang. Das ist ja doof. Dann müssen wir den... so machen. Dann wird es passen. Dann müssen wir das so machen. So. Dann so. Und so. Ja, so geht's. So würde es gehen. So, so. Dann wieder 2 frei. Einmal. So. So. Dann haben wir hier nämlich auch Zellen. Dann würde es auf jeden Fall erstmal passen. Ups. Scrollen! So. Hier genau dasselbe. So, so, so. So passt das. Guck mal. Da haben wir doch wieder genau dieselben Zellen wie da. Nur da hätten wir jetzt ein Problem. Das heißt, wir müssten den... Moment. Der müsste hier hin. Die Mauer. Und der müsste einen höher. Da wird das genau passen. Weil dann könnten wir hier genau auch Zellen hinmachen. Genau dasselbe im Prinzip. Genau. Dann hätten wir im Endeffekt... Moment. Da würde ich nämlich eher sagen, wir machen hier noch einen Gang. So. Und die ziehen wir einfach höher hier. Die Gebäude. Die Räume, die dann noch kommen. So. Dann hätten wir hier den Hof.
Und für die ist die Kiste. Dann hätten wir hier einen Hof. Da müssen wir noch eine Mauer machen. Pass mal auf, das machen wir jetzt auch. Dann müssten wir hier noch eine Mauer hinziehen. Hier eine Mauer hinziehen. Hier eine Mauer hinziehen. Hier, hier. Und hier. Oder? Ja, warum habe ich da einen Gang? Das ist ja Blödsinn. Brauche ich ja gar nicht. Hör auf. Da brauche ich doch gar keinen Gang. Genauso wie hier. Kann ich ja besser zumachen. So. Da muss ich den Gang machen, klar, für den Eingang. Da kommt ja irgendwie hin. Ich würde sagen, hier hinten mache ich auch einen Eingang hin, oder? Ja, klar. Ich sollte hier auch einen Eingang hin machen. So. Das passt. Würde ich sagen. So. Dann haben wir hier nämlich einen Gang. Da ist ja die Einlieferung. Dann kommt hier eine Schleuse hin. Hier hinten kommt eine Schleuse hin. Auf jeden Fall. Ich hab die Kantine eigentlich kacke gebaut. Die hätte ich anders bauen sollen. Fällt mir gerade mal so auf. Kann ich denn da... Warte mal. Kann man das Gebäude ausräumen? Nimm mal alles nochmal... Räum mal kurz alles raus. Bitte. So. Das wird abgerissen. Und dann wird das hier planiert und das wird der Hof. Der ist zwar ein bisschen hier, ein bisschen kacke, aber das passt schon. Das ist dann so. Der geht dann hier ein bisschen um die Ecke. Was soll's. Dann ist das so. Aber ist nicht ganz so schlimm. Die Kantine wird ein bisschen größer gemacht. Denn ich habe noch was vor. Wenn ich das denn hinkriege. Lass mal schauen. Falsch, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte eine Schleuse da reinbauen, genau. Das war das. Ah, hier kommt dann noch ein Stück Gebäude dran. So. Das kriegen wir hin. Genau, da soll die Mauer abgerissen werden, da soll eine Mauer hin. Ach ja, da muss auch noch abgerissen werden, sehe ich gerade. Hier. Die muss auch noch abgerissen werden. Macht mal bitte. Und dann geht das wahrscheinlich schon. Duschraum, der wird gerade gemacht. Übergangszelle, die kommt ja sowieso dann wieder weg. Besucher ist auch schon fertig, sehe ich gerade. Buchhalterin komme ich nicht dran. Weil dann jammert er wieder. Wen interessiert denn das tägliche Einkommen? So ein Mist. So, jetzt müssen wir noch planieren. Das hier. So, und dann kommen da natürlich noch zwei Türen rein. Einmal da, einmal da. So. Die ersten Zellen sind ja auch schon fertig. Das heißt, wir könnten eigentlich hier auch langsam... Hier, da muss auch noch abgerissen werden dann. So. Das ist schon abgerissen. Sehr schön. Sehr gut, das passt. Ja, ist ein bisschen aufwendig, wenn man so einen großen Zellenblock baut, einen einzelnen. Ist schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen Planung. Weil das soll ja auch passen, ne? Und dann ist das ja. Ich will immer gucken, dass wir die Wände ungefähr so haben, wie wir es brauchen. Im Endeffekt. So, das haben wir fertig. Dann können wir hier jetzt wieder die Kantine machen. Und natürlich Lampen wieder reinmachen. Wäre aber nicht schlecht. Dann machen wir das nämlich jetzt anders. Ich würde sagen, wir machen das so. Dass wir hier so... Das ist Blödsinn, weil da ist die Tür.
Dass wir hier so zwei Bereiche haben, wo die reingehen können. Ich würde sogar sagen so. Genau, dann bauen wir hier nämlich noch eine Tür hin und da. Dann kommt hier ein Metalldetektor rein und da. Und dann schauen wir mal. Warte mal, jetzt müssen wir kurz gucken. So, Bank. Bank. Passt nicht. Bank. Das würde passen, aber dann haben wir hier keinen Freiraum mehr. Wir müssen die Tür einen darüber setzen. Dann passt's. So, Bank, Tisch. Bank. So. Da müssen wir die Tür einversetzen. Nochmal demontieren, bitte. Dann kommt hier einmal... Ja, gleich. So, so war das doch, ne? Waren die so? Genau, immer, immer... Ne. Moment, Tisch, Bank. Tisch, Bank. Tisch, Bank. So. 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 So, da unten können sie auch eine Wand, das ist egal. So, das sind jetzt fünf. Fünf mal drei. 5 mal 8 sind 40, mal 3 sind 120. 120 können wir reinpacken. Ne, hier noch nicht. Dann soll hier ein Serviertisch und hier einer. Sowie da einer und da einer. So passt das. So wird das passen, glaube ich. Genau. So, da brauchen wir natürlich ein paar Lampen. Packen wir ein paar Lampen hier hin. So. 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 Und da unten haben wir ja noch Lampen. Sehr gut. Passt. So, dann können wir da jetzt auch wieder aufbauen. Da haben sie planiert. Sehr schön. Was habe ich denn da jetzt gemacht? So. So. Dann wollen wir mal ein paar Sachen hier hinbauen noch. So. Schon die Bänke wieder hinbauen. Und die Tische. Natürlich. So. Tisch, Tisch, Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. So, dann haben wir die Kantine nämlich auch wieder ein bisschen ausgebessert. Weil ich möchte gerne aus der Kantine raus auch ein... ein Metalldetektor haben. Rein und raus. Auf jeden Fall. So, da müssen wir noch die Tür einmal versetzen. Das heißt dahin. Da haben wir auch schon fertig, das ist gut. Da können wir hier einen Zaun hinbauen. Da. Weil das wird nämlich der Hof. Wo ist er? Ah, jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Doch, da. So, da haben wir den Hof. Sehr schön. Da können wir dann auch ein paar Sachen hinbauen, wie Telefonzellen. So. Geht da schon mal ein paar Telefonzellen dahin. So, dann kriege ich noch ein paar Hantelbänke dahin. So, könnt ihr was tun. So, bitteschön. Reicht. Mehr gebe ich nicht. So, jetzt brauchen wir noch einen Gruppenraum, fällt mir gerade so ein. Den könnten wir theoretisch hier reinbauen. Hier. Oder er kommt auch hier rein. Jetzt müssen wir mal überlegen, was brauchen wir denn noch?
Wir brauchen noch einen Laden auf jeden Fall. Den können wir aber, wir können in der Übergangszelle können wir den Laden ja reinbauen im Prinzip. So, einen Gruppenraum brauchen wir noch. Wir brauchen noch eine Bücherei. Wir brauchen noch einen Postraum. Anhörung haben wir sowieso noch nicht. So, dann pass mal auf. Wir brauchen ja noch. Wir brauchen noch einen Post. Warte mal, erstmal. Wir brauchen einen Postraum. Das reicht schon eigentlich. Wir brauchen einen. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht auch. Bücherei. Und den Rest können wir als Gruppenraum eigentlich machen. Würde ich sagen. Weil wir brauchen nur eine Bücherei und einen Postraum erstmal. Ach, hier wollte ich noch einen Ausgang bauen, deswegen, ne? Habe ich das da gemacht. Stimmt. Ja, dann kommt hier der Gruppenraum hin und fertig. Genau, hier bauen wir noch einen Ausgang. Dann passt das. Dann können wir die schon mal abreißen hier. Würde ich sagen, dann bauen wir hier einfach noch Mauern hin. So. Die können wir auch abreißen, die Mauern. So, passt. So, der kann, das kann wieder weg. Das haben wir auch geklärt. Küche ist auch fertig. Putzraum, Wäscherei, Dusche müssen wir noch machen. So, dann können wir ein paar Duschköpfe machen. Wir haben eine Dusche da drüben vergessen. Verdammt, wir können die aber auch hier oben reinsägen. Können wir ganz einfach machen. Weil wir haben jetzt im Endeffekt könnten wir hier auch eine Dusche reinmachen. Da. Werden wir auch machen. Weil du hast hier genauso. Das ist jetzt genauso wie hier. Das würde, das passt auf jeden Fall. Dann machen wir da die Dusche noch. Noch eine. Und gut ist. Machen wir hier einen Eingang und hier einen Eingang und fertig. Genau, so geht das. So läuft das. So, dann geht das los hier. Oh, die Duschräume sind aber, werden aber groß. So. Das werden richtig große Duschräume. Juhu! Duschen! Duschen für die Welt! So. So, da kann auch noch duschen hin. So. Können wir natürlich oh. Abflüsse rein. Fertig. So, dann haben wir die Dusche auch. Da müssen wir natürlich jetzt noch kurz hier das legen. Und das. So wie das. Einmal so und einmal so. Sollte eigentlich reichen. Dann aber die Dusche auch. So, dann ist jetzt hier im Prinzip nur noch. Da kommen normale Türen rein. Das reicht vollkommen. Ich würde sagen, dahin. So, bitteschön. Das ist okay. Da kommt eine große Tür rein. Da. So. Guck mal, da müssen wir noch weiter planen. Da kommt auch eine große Tür rein hier. So wie. Ja, hier könnten wir eigentlich da oben hinlegen. Genau, da packt ihr die da und so hin. Fertig. So, hier. Ja, das passt auch. So. Dann haben wir jetzt. Das können wir gar nicht machen. Ah. Toll. Tolle Wurst. Kantine ist fertig. Lager ist gerade voll wie Sau. Tolle Sache. So. Jetzt hat er automatisch gespeichert. Dann können wir die Zellen jetzt auch mal langsam machen, würde ich sagen. Zelle.
Dann haben wir schon mal ein paar. Können wir schon die ersten Leute reinholen. So. So. Weil im Endeffekt haben wir das ja schon so weit so gut eigentlich fertig. Problem ist halt nur, wir haben extrem viel Wachbedarf wahrscheinlich, Wachenbedarf. So, dann kommen jetzt hier die Betten erstmal rein. So. So, bitteschön, was zu schlafen kriegt ihr natürlich alle. So, so. Dann kriegt ihr alle ein Klo. Direkt am Bett. Das passt. Das könnt ihr direkt, wenn ihr, ne? Braucht er gar nicht aufstehen beim Pinkeln gehen in der Nacht. Direkt einmal raushalten. Oh Mann. Aber so ist das Bauen leichter. So, dann kriegt ihr noch alle Bücherregal, wie immer. Sehr schön, damit ihr was zu lesen habt. Obwohl ich mir immer denke, wenn ich im Knast sitzen würde, so viel lesen könnte man gar nicht. So. Entschuldigung. So. Dann kommen noch die Gefängnistüren. Natürlich. Die Gefängnistüren. So, 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 so. So, so. Haben wir. Sehr gut, sehr gut. So, dann wird die Dusche aufgebaut. Auch gut. Ist auch schon mal was Feines. Der Hof ist fertig. Das ist fertig. Warum dreht ihr den nicht andersrum? Sag mir doch mal. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum dreht ihr den nicht andersrum? Weil eigentlich sollte die andersrum sein, weil der öffnet. Ist egal. Ist egal. Mir doch Latte. Warum hat er da jetzt keine Dingens gebaut? Achso, weil er nicht konnte wahrscheinlich, okay. Jetzt kann er aber, so. So. Dann haben wir im Prinzip noch Küche. Wäscherei muss noch gemacht werden. Leichenhalle muss noch gemacht werden. Wobei Leichen relativ witzlos ist, momentan. Obwohl, bauen wir trotzdem schon mal hin. So, reicht. Mehr gibt es nicht. Besucherraum, den können wir auch schon machen. So rum bitte. Vier Stück reichen auch. Vollkommen erstmal, dass das klar ist, der Metalldetektor losgeht. Ach ja. Was hat er eigentlich hier? Für eine Scheiße. Hä? Hat er da irgendwie was anderes hingelegt oder so? Metall, ne? Marmorfliesen. Okay. Schrille Fliesen. Über der Dusche verlegen. Betonplatten. Beton. Ist ja sowieso Beton. Müsste, glaube ich. Oh Mann. Mosaikfliesen. Kostet ja auch nichts. Nö, das können wir uns irgendwann mal vielleicht überlegen. Sowas. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch. Hier sehe ich gerade natürlich. Einmal ein dickes Rohr hochziehen. Denn wir brauchen ja noch ein Wässerchen da. So. So. So, wir brauchen ja noch, ne, Wasser für die Klos. So, das sollte so reichen. Brauchen wir ja auch. Die Zellen sind mir schon fertig im Prinzip.
So, die Duschen. Ach, ich habe was vergessen, okay. Stimmt, Entschuldigung. Stimmt ja. So, da muss sie hin. Habe ich einen verlegt. Entschuldigung. Gut. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Prison Architect Schissingen.